Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen die 7. Folge von Wildlife Park 3. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Ja, wir spielen immer noch Mission 6 Teil 2. Und wir kümmern uns um den Riesenpark. Erstmal mussten wir uns um die Tiere kümmern, weil der Zoodirektor in Pension gegangen ist und wir müssen soweit erstmal den Park richten, damit irgendwann im Jahr 2000 noch was der neue Zoodirektor kommt. Wir haben die Missstände erst einmal soweit geregelt und jetzt müssen wir erstmal um das Einkommen kümmern, damit die ganzen Sachen geregelten Einkommen haben und ausgraben. Jetzt habe ich nochmal hier bei dem Restaurant geguckt und habe nochmal alles abgeglichen. Ein paar Sachen sind noch gar nicht dabei, wie ich hier sehe, aber ich habe das jetzt gemacht. Sagen die auch nichts mehr. Und jetzt schaue ich mal. Die Preise sind immer noch in Ordnung hier. Und genau so viel zahle ich für Winterkleidung Oma, das hatten wir letztes Mal. Und Armband mit Tiergravuren ist mir immer noch zu teuer. Na dann. Dann gehen wir halt dann noch ein bisschen runter. Und hier, Digitalkamera ist mir zu teuer. Unter D. Die ist denen zu teuer. Also dann verschwindet das auch. Dann sieht man mal auch, okay, ist das gut oder ist das nicht gut. Die Preise sind genau richtig für mich. Das ist mir hier zu teuer. Für manche ist das zu teuer. Für manche ist es genau richtig. Jetzt glaube ich, ist es in Ordnung. So. Genau richtig. Schauen wir mal hier nochmal. Die Preise sind gut. Ach, das ist ein Getränkautomat. Das muss ich auch nochmal... Ich finde, die Eisbombe mit Sahnetrüffel ist total billig. Immer noch ist sie oder wieder zu billig. Die Eisbombe ist zu billig geworden. Für mich ist es gut. Und die Eisbombe ist zu billig. Ha! Nee. Machen wir halt das nochmal so. Oh Gott. Und hier das hier. Der Mineralwasser ist billig. Und die Bio ist also. Die Bio ist zu billig. Und das Mineralwasser ist zu billig. Machen wir es halt so. Boah. Und ich glaube, jetzt müsste es soweit gut sein. Das können wir ja wegtun hier. Das war auch nichts. Das ist in Ordnung. Und da auch. Ja, dann lassen wir alles nochmal laufen. Die Erdmännchen sind leider erkrankt. Ich hoffe, dass es ihnen jetzt bald besser geht. Ah ja, er kümmert sich schon liebevoll drum. Es kann sein. Wir müssen sie nämlich schnell anhalten nochmal. Tierpfleger. Kümmert sich jemand um die Erdmännchen? Oder zu ausgelastet. Ich glaube, es kümmert sich keiner um die Tierchen hier, oder? Kann es das sein? Ja, kann er ja gar nicht. Er ist ja ausgelastet. Er könnte es schon. Aber wir setzen nochmal einen rein. No? Aber dafür ist der Wirkungskreis dann kleiner. Die Erdmännchen sind eigentlich sehr pflegeleicht. So. Also, wie gesagt, wenn das wieder hier eine sehr kurze Folge ist, hetze ich es mit hinten ran. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass es doch noch ein bisschen dauert. Wir machen Gewinn, glaube ich. Es schaut besser aus als sie zuvor. Die Tierzufriedenheit schaut erstmal gut aus. Erdmännchen schauen halt natürlich gerade nicht so gut aus. Es wird besser. Also die Tiere, denen geht es erstmal ganz gut. Den Pandas geht es nicht so gut. Sie hätten gern Bambus. Dann halte ich das Ganze nochmal an. Dann gebe ich ihnen Bambus.
Muss ich nur bloß Bambus finden, ne? Hoher Bambus. Machen wir mal hier einfach, oder? Bambus ist ja immer hoch. Das könnte denen schon reichen. Und sonst sind allen Tieren eigentlich gut, weil das so ein großer Park ist. Der ist ja wirklich sehr gigantisch groß. Werden wir starten. Zufriedenheit der Menschen, der Besucher scheint auch gut zu sein. Da kommen immer so Achievements, so kleine, das ist ein bisschen blöd, weil dann weiß ich nicht mehr, wo ich draufklicken soll. Kann zwar mal gucken. Aber gut. Ja, wie gesagt, das dauert leider. Aber es ist besser geworden, glaube ich. Solange sonst alles läuft, müssen wir warten einfach. Geld haben wir. Dem ist zu kalt gewesen. Mal kurzzeitig. Ja, es wird belebt. Also, es wird besser. Jetzt gebe ich mal keine Ausgaben, keine großen. Ich kümmere mich jetzt völlig nur um so kleine Bodengänge. Das ist ein Riesenhaufen. Tue ich auch mal weg. Das habe ich früher immer selber gemacht, ne? Oh, wenn es regnet, ist die Kacke weg. So, jetzt schauen wir mal. Ja, die Pflegekräfte sind halt ein bisschen ausgelastet, ne? Knubulle, was ist mit dir los? Du bist nämlich erkrankt. Okay, dann ziehe ich meinen Arzt hier mal ab. Und bist jetzt für die Knus hier zuständig. Nein, dich wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich den Tierarzt haben. Da ist er nämlich. Darf ich dich mal anklicken? Habe ich den Tierarzt jetzt? So. Er kümmert sich jetzt drum. Jetzt haben wir zwar keinen, der sich um die Erdmännchen kümmert. Wie doof. Mal gucken. Oh, der ist total ausgelastet, ne? Dich wollte ich ja eigentlich hier rüber haben. So. Du kümmerst dich nämlich um die Erdmännchen eigentlich. So. Ich habe mir den falschen gegriffen. So, das eine ist jetzt erledigt von den Achievements her. Ich kann das echt nicht lesen, das haben sie echt doof gemacht. Aber ich mache Gewinn. Nicht viel, aber ich mache Gewinn. Ich kann es leider nicht lesen, was genau da über drüber ist. Full Park Owner heißt er und da müssen 200 Besucher ganz total happy sein. Die können auch keine Tiere kaufen. Ich wollte nämlich jetzt gerade mal gucken, ob ich Tiere kaufen kann. Nein, ich kann ich eben nicht. Ja. Exakt. Schauen wir mal. Den Tieren scheint es ja so weit gut zu gehen. Wir müssen uns wahrscheinlich nur um ein paar Dinge kümmern. Das bringt uns nichts. Wir haben ja noch ein paar Tierpflegerkräfte. Wir haben welche neu bekommen. Haben wir noch einen 3-Leveler? Ja. Der kümmert sich mal hier rum. Ich habe ja gesagt, ich werde es mal hier so ein bisschen freischalten. Es ist ihnen wahrscheinlich zu warm hier. Dann werde ich mal darum mich kümmern, dass es ihnen kälter ist. So, dass die Tierzufriedenheit wieder passt. Ja, leider kann ich nicht viel gucken. Ja, es macht Gewinn. Die Erdmännchen sind schon wieder erkrankt. Also die Erdmännchen sind schon ziemlich schnell krank.
Was liegt an irgendetwas? Das ist ein Löwe. Übrigens, die habe ich auch gar nicht mehr wahrgenommen. Denen geht's aber irgendwie gut. Jetzt muss ich leider mal gucken, die Preise. Ob die Preise immer noch in Ordnung sind. War doch noch irgendwo was hier. Spaghetti, ja. Dann müssen wir das nochmal machen. Einen Moment. Spaghetti ist mir zu teuer. Spaghetti. Ich finde, Fruchtsaft ist total billig. Der Fruchtsaft. Erhöhen wir. Genauso viel zahle ich für Limonade. Genauso viel zahle ich für exotisches Fruchtdessert. Und Lachsmenü ist mir zu teuer. Oh Gott, das ist wirklich teuer. Mich darum gekümmert. Das ist gut. Oh Gott, das ist schon wieder hier. Kleiderladen. Das ist sehr witzig. Aber gut, auch da scheint es Probleme zu geben. Armband mit Tiergravur ist mir zu teuer. Was habt ihr mit eurem Armband? Okay, dann gehen wir nochmal runter. Eieiei. Genau so viel zahle ich für Winterkleidung Oma. Winterkleidung Opa ist mir zu teuer. Der Opa auch jetzt plötzlich. Machen wir den gleichen Preis. Winterkleidung Frau ist mir zu teuer und Winterkleidung Mann. Mann. Machen wir das hier und das hier mal übertragen. So. Okay, hier auch natürlich. Die Digitalkamera passt jetzt wohl. Ich finde, die Elefantenkopf-Luftballon ist total billig. Wenn das meint. Dann erhöhe ich es gerne. Geht ja. Silberne Mini-Statue ist zu teuer. Ja. Ich finde die Katzenkopf ist, zu billig. Okay. Ein normaler Luftballon ist auch zu teuer, oder was? Ja, wir brauchen aber auch Gewinne auch natürlich. Müssen wir bedenken, ne? Aber das hier ist erstmal gut. Ja, Essen und Trinken, wie ich finde. Ist, finde ich, ist sehr schwierig einzustellen. Das muss man schon sagen. Milcheis ist richtig. Ich finde, Eisbombe ist total billig. Die Eisbombe. Ja, dann machen wir sie aus 10 draus. Ich finde, Eisbombe mit Sahnetrüffel ist total billig. Machen wir es ja auch ein bisschen höher. Der Bananensplit ist auch noch zu billig. Dann haben wir es ja jetzt geregelt. Sie meinen? Die Limonade ist zu teuer. Wieso? Upsala. Finde ich nicht. Aber gut. Genauso viel zahle ich für Hotdog, genauso zahle ich für Fruchtsaftschorlen, genauso viel zahle ich für Energie und Hotdog Special ist mir zu teuer. Ja, machen wir so. Bin nur ein bisschen mit Preis runtergegangen. Und nur ein bisschen. Also ich muss hier eigentlich nur im Preismanagement mich ein bisschen... was hat der Löwe hier gemacht? Der ist hier rübergesprungen? Das machst du hier nicht. Ist da ein Loch im Zaun oder was? Du bist zu dem Pinguin gehüpft. Ja, eigentlich geht das gar nicht. Ja, jetzt regnet es wieder. Aber die Tieren geht es eigentlich gut. Nur, dass ich halt vielleicht einen Elefant, aber ich, wie gesagt, ich kann Tiere nicht kaufen. Nur bloß die süßen... Was ist das? Ach ja, Termitenbau ist ja übrigens auch Insekten für die, oh, wie heißen sie? Erdmännchen gedacht. Ich stell nochmal einen ein, weil ich glaube, der ist ausgelastet.
Obwohl, es geht ihnen gut, aber naja. Wenn wir schon dabei sind. Die Pinguine sind auch so süß. Machen wir mal wieder normale Geschwindigkeit. Und da schauen wir mal, momentan kriege ich gar keine Archiv. Oh, wir haben es bald. Wir haben es bald. Schauen wir mal, ob die irgendwann bald wieder quatschen. Ja, das dauert noch ein bisschen wahrscheinlich. Sollte ich nochmal zu dem Pinguin gehen. Ich will da rein. Sie sind voll süß. Okay, wie schaut's denn aus mit den Missionen hier? Ja, dauert noch ein bisschen. Der Arzt hat noch mal was Neues dazu gelernt. Jetzt schauen wir mal. Mal gesagt, ich kann den jetzt mal einfach entlassen. Eigentlich wollte ich ihn entlassen. Wenn der jetzt total ausgelastet ist. Weil es scheint jetzt erstmal gut zu sein. Den entlasse ich auch. Warum auch immer. Weil ich werde das später nochmal irgendwie managen, falls ich muss. Du hast nicht mehr viel Zeit, bis der neue Direktor kommt. Siehe zu, dass alle Besucher im Park sehr zufrieden sind. Du Arsch. Okay. Erwirtschaftet einen monatlichen Gewinn von 1000. Ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit, bis der neue Zoodirektor kommt. Das heißt, er wird schon jetzt kommen. Und das heißt wohl... Problem. Ich glaube, der kommt dann schon jetzt bald. So, eine Zufriedenheit der Besucher. Gut, das wird wahrscheinlich gut sein. Wollen wir das nochmal kurz durchgehen? Wir gehen nochmal die Sachen durch. Genau, so viel zahle ich für ein Tierfilm Blu-ray. Das schaut gut aus. Herzförmiger Luftballon. Warte mal, gehen wir mal rein. Gibt es den überhaupt nicht? Okay. Ich finde den Elefantenluftballon ist total billig. Achso, da steht ja noch mehr. Luftballon ist mir zu teuer. Okay. Die Mini-Statue ist gut. Genau so zahle ich für einen Katzenkopfluftballon. Ich finde, der Elefantenluftballon ist total billig. Der Elefanten. Machen wir den ein bisschen mehr. Das könnte jetzt schon gewesen sein. Gut, da gibt es vieles. Zahle ich. Die zahlen da gern. Aber jetzt, obwohl, sollen sie doch nicht so anstellen. Naja. Ich werde jetzt mal, naja gut. Dann gehe ich auch hier runter. Der Junge ist auch zu teuer. Ja, woher soll ich das alles wissen? Mädchen ist auch, glaube ich, zu teuer. Machen wir auch auf 40. Sommerkleidung gibt es nämlich auch. Wir machen alles mal so ein bisschen auf. Ich hoffe, das klappt jetzt hier alles.
So, lassen wir das mal so. Jetzt kommen sie mit dem Cocktail daher. Und was ist mit dem? Das ist billig. Ah, okay, gut. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Das ist alles gut. Das ist gut. Oh, sie haben auch immer die Eisbombe. Ich finde, die Eisbombe ist immer noch zu niedrig. Warum? Das ist gut. Ich finde, Bananensplit ist total billig. Jetzt nicht mehr. Die Sahnetrüffel. Nee, ist gut. Und hier nochmal. Schauen wir mal, ob wir hier nochmal ein paar Gewinne erzielen können, ne? Die Limonade ist mir zu teuer. Ich finde, die Fruchtsauce ist total billig. Wenn das meint. Gern Hotdog und Energy ist drin und Hotspetter ist mir zu teuer. Jetzt ist es plötzlich zu teuer. Ja, jetzt hoffe ich mal. Jetzt brauche ich nur noch 1000. Was auch immer. Monatlich 1000. Ein Taui brauche ich. Ein Taui in die Tasche. Gib mir ein Taui in die Tasche. Ich werde noch ein bisschen warten. Wir haben jetzt gerade August. Machen wir mal. Unsere Katzen miauen. Oh, ist das dreckig hier drin, ne? Ich glaube, ich werde mal kurz anhalten werden wieder. Mal wieder einen Tierpfleger einstellen. Das vielleicht 3 Sterne hat. Und sich darum wieder kümmern. Dann muss ich nochmal einstellen. Ich weiß nicht, warum, dass die so viel zahlen wollen. Für einen Elefanten-Luftballon, aber gut. Luftballon ist total billig, ne? Es ist halt nicht so einfach einzustellen, würde ich mal sagen. Heißkette ist mir zu teuer. Gehen wir auch mal da runter. Obwohl Souvenir muss, finde ich, ist immer gut, wenn es teuer ist. Also es darf schon was kosten. Das ist gut. Oder? Ich scroll ja nicht in die runter, ne? Ach, das Restaurant hat hier aber ordentlich auch. Mir ist das zu viel. Mir ist das too much. Muss ich sagen. Der Fruchtsaft. Wo ist der Fruchtsaft? Da. Ja, die Katzen streiten gerade. Natürlich klar. Zahle ich für Limonade? Ich war bei Fruchtsaft. Machen wir so. Für Spaghetti. Tafelwasser ist total billig. Steck mit Pommes ist mir zu teuer. Mach das jetzt mal so. Und lass das mal wieder laufen. Ja, ich hoffe, das läuft jetzt irgendwann mal. Wir haben immer noch August. Tun wir mal weg. Wir warten einfach. Wir haben immer noch August. Weil wir haben ja die Preise übertragen. Das gilt ja auch für die hier jetzt dann praktischerweise. Das ist ja sehr gut. Wir lassen das jetzt mal laufen.
Hier haben wir ja auch noch Stände. Das scheint ja alles zu gut zu laufen. Tiere sind jetzt plötzlicherweise nicht mehr zufrieden. Oder? Jetzt brauchen sie auch noch einen Arzt. Oh. Plötzlich haben die Tiere es nicht mehr gut. Schauen wir mal, wen haben wir denn hier? Schauen wir mal. Vielleicht reicht das hier schon. Was haben wir hier denn noch? Ja, das sind alle, glaube ich. Dann machen wir nochmal hier einen Arzt rein. So. Ja, die kriegen jetzt alle Krankheiten, ne? Das ist nicht schön. Aber auch da, die Mission, die ist auch wirklich lang. Weil das Finanzielle so lange dauert. Setz mich hier nochmal einen rein. Ja, die Tiere erkranken jetzt gerade. Nicht alle, aber... mal hoffen, dass das jetzt läuft. Ja, Juli hat nicht ganz abgeworfen. Das, was ich wollte eigentlich. Ich weiß nicht, ob das dazu addiert wird. Wir müssen jetzt schnell laufen lassen. Ich hoffe, dass wir das irgendwie mal lösen werden. Wie gesagt, die Tiere haben hier ja auch langsam mal auch Kakapu gemacht. Und da hat sich keiner drum gekümmert, weil ich ja auch da nie ein Tier reingesetzt habe. Aber es ist halt einfach auch viel los. Und keiner kümmert sich drum. Gut, es regnet, dann ist die Kacke auch wenigstens mal weg. Der neue Zoodirektor ist angekommen. Er möchte dich sofort sprechen. Übrigens hat dir ein Mitarbeiter des Parks erzählt, dass der alte Parkdirektor gar nicht in den Ruhestand gegangen, sondern einfach nur verschwunden ist. Aha. Très bien, Sie haben eine gute Grundlage für mich geschaffen. Natürlich muss ich hier noch einiges ändern, aber Sie können gehen. Nehmen Sie diesen kleinen Scheck als Lohn für Ihre Mühe. Klingt nicht sehr freundlich, finde ich. Habe ich das jetzt irgendwie geschafft? Ja, eigentlich ja. Nur direkt zufrieden bin ich jetzt nicht, aber es hat anscheinend geklappt jetzt. Ich habe jetzt nicht mehr drauf geachtet, das werde ich jetzt danach mal sehen, weil ich habe das offen gehabt, ob ich das geschafft habe vom Geld her. September, ja, wahrscheinlich ja. Ich habe es vielleicht doch sogar noch geschafft. Jo, das war ein sehr anstrengender Park auch wieder. Aber gut. Haben wir geschafft. Der Riesenpark haben wir auch abgefrühstückt. Jetzt kommt als nächstes Ölpest. Da bin ich auch gespannt darauf. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß bei diesem Teil. Bei Mission 6 Teil 2. Und ja, wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Natürlich. Chroniken offline. Pinguine.